Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind jetzt am Festplatz hier, also Festplatz im Sportgelände in Surin. Und ja, da hat heute die Party schon bereits stattgefunden mit den Trauungen, aber ist immer noch einiges los hier. Aber wir sind jetzt gerade da bei den Elefanten, die man hinter mir sieht. Ja, und wir schauen uns jetzt noch ein bisschen an. So, also die Elefanten kann man da mieten für einen Trip, so für halbe Stunde oder Stunde. Aber im Moment ist eher ruhig hier, weil wie gesagt, die erste Party mit den Trauungen, das war schon 7 Uhr morgens, haben wir leider verpasst. Aber schauen wir uns trotzdem noch ein bisschen hier um. Und abends ist ja dann auch was los, da kommen wir wahrscheinlich abends wieder. Das ist meine Frau. Und ja. Schauen wir uns doch mal ein bisschen einfach. Ja, es ist schon beeindruckend. Schon riesig, die Tiere, ne? So. Ja, hier sind die Stände hier alle aufgestellt, wie man sieht. Für Essen und Trinken ist immer gesorgt. Da alles Mögliche. Gegrillt, gebraten, Süßigkeiten. Meine Frau will da ein paar Süßigkeiten irgendwas kaufen. Sieht man auch verschiedene Säfte, Smoothies. Das Übliche halt, was so. Was ist das, Schatzi? Was ist das in Thai? Kainokata. Kainokata. Also. Jedenfalls sieht lecker aus, aber irgendwie süß. From Potato. Ah, from Potato. Also, wenn aus Kartoffeln gemacht, Süßkartoffeln wahrscheinlich. So. Also wie gesagt, ist Essen und Trinken, alles Mögliche dabei. Wie immer halt in Thailand bei so Festen. Obst. Ja, da ist der Burkau. Ich sag Coffee. Ja, sieht ganz gut aus. Ich habe schon eine getrunken heute. Honey. Honig. Ja. Ja, also wie gesagt, das Übliche. Trifft man auch Bekannte von meiner Frau hier. Von Mark. Hallo. So, hier ist das berühmte Mukrop. Das ist Schweinefleisch, ein bisschen Fett, also fast schon Schweinebauch, sage ich jetzt mal. In der Sonne erstmal getrocknet und dann im Öl frittiert. Verwendet man zu verschiedenen thailändischen Gerichten, wie das Kanam Mukrop zum Beispiel und noch viele andere. So. Hier gibt es dann die üblichen Tees in verschiedenen Varianten und auch Kaffee. Ja, ich trinke meine Frau sehr gerne. Für mich ist das alles ein bisschen zu süß. Da kann man erst nur den Kaffee noch. Wenn es ein guter Kaffee ist, ist das sehr lecker. Ist dann so wie Frappé, Eiskaffee. How we eat steak, you remember? Ah, ja, das ist also
Hier kriegt man Rindfleisch, Steaks und so weiter. An dieser Farm waren wir mal, das ist die SJ Duan Jai Farm, und haben uns die Kühe da angeschaut. Also sehr schöne Tiere. Da war die Grab. Und ja, das Rindfleisch sehr gut natürlich, aber auch für thailändische Verhältnisse schon teuer. Ne? So. So, das heißt, wir, ja, ist es hergerichtet, um Fotos zu machen. Da sieht man, 14. Februar, also Valentinstag. Im Hintergrund sieht man den See und ja, das Gelände ist sehr schön, habe ich schon mal gesagt. Es gibt dann zum Joggen, Straßen zum Joggen oder zum Radfahren. The next one is High Season Quan Ceremony, which is a set of offerings and a blessing ceremony for happiness and longevity. Hier ist noch ein Buffet hergerichtet für die Elefanten, wie man das auch vom großen Elefantenfest in Surin kennt. Was wir näher zeigen, ist jetzt natürlich kleiner. Also das ist alles für die Elefanten. Die kommen dann nachher her und fressen sich richtig satt. Die Lautsprecher sind natürlich wieder auf Maxim, aber das ist so in Thailand. So, das sind dann hier so das Gerüst, das man aufgestellt hat für Leute, die einen Trip mit dem Elefanten buchen. Die müssen dann hier hoch und können dann auf den Elefanten steigen. Ja. Also abends wird da schon richtig was los sein und die ganzen Lichter. Wenn nur möglich, werde ich heute dann noch mal abends vorbeischauen. Weil wie gesagt, die Party mit den Trauungen haben wir leider verpasst. Ja, da gibt es gegrillte Hähnchen. Verschiedenes Gebäck, also wirklich. Das ist so auch für das Papaya Pok Pok, was man da so macht. Suppen. Ja, also wie gesagt, alles möglich. Ich kann jetzt nicht alles zeigen, das würde zu lange dauern. Hier gibt es natürlich den Thai Silk. Und alles, was man daraus so macht, Handtaschen. Ja. Schon wieder eine Bekannte von meiner Frau. So Leute, da sieht man, es ist noch nicht so richtig heiß, weil es immer noch in der Früh, aber wahrscheinlich wird wieder ein heißer Tag werden heute, so wie es aussieht. So. Und da geht es jetzt schon in die andere Richtung, wo die Trauung stattgefunden hat. Wo ist noch diese thailändische Seide? Es gibt hier in der Nähe von Surun so eine Weberei, wo das hergestellt wird. Das ist alles sehr schön. Das hier ist von Chiang Mai, sagt gerade meine Frau. Das wird also schon an mehreren Orten in Thailand hergestellt. So, jetzt gehen wir doch an dieser Seite nochmal zurück. Ja, hier ist auch Schatten. Ja, ist schon richtig heiß heute. Und das wird noch schlimmer. Oh.
Ah, hier ist die Schmuckabteilung, verschiedene Ketten. Scheinen da auch einiges aus Elfenbein gefertigt. Weiß man natürlich nicht so genau. So Leute, und hier sind wir jetzt auf dem anderen Gelände, wo also die Trauungen stattgefunden haben. Man sieht jetzt auch noch die Bilder von den Leuten, die sich da ja getraut haben. Und abends findet dann die Party, machen die da gemeinsam die Hochzeitsparty, findet das statt. Das sind schon die Vorbereitungen. Da sieht es ein paar Pharangs sind auch dabei, die sich da haben trauen lassen. Und es wird jetzt schon alles richtig, eine Bühne, und wie gesagt, die feiern da heute Abend alle zusammen. Sehr schön aus. Wie gesagt, die Trauung an sich war schon vorbei, die haben wir leider verpasst. Ja, da tun wir das Essen vorbereiten, riesiges Buffet und so weiter, sieht alles gut aus. Wie halt in Thailand immer, ohne Essen und ohne Trinken, das ist eigentlich die Hauptsache bei jeder Veranstaltung, bei jeder Feier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Paare das waren, die sich da heute trauen lassen haben, aber das sind schon einige, wenn man sieht jetzt, also jedes Bild für ein Paar, das sind zwei Reihen so, ja. Und da ist noch mal eine Show auf der anderen Seite. Ist auch alles vorbereitet. Der Plan war, dass wir heute Abend auch wieder kommen. Jetzt sagt mir meine Frau gerade, dass wir eingeladen sind auf die Geburtstagsfeier von unserer Freundin Mack. Und dass da jetzt in dem Restaurant von Panerai ein bisschen gefeiert wird heute Abend. Gut, dann werden wir halt ein anderes Mal noch kommen, weil das dauert hier bis den 17. Also bis den 17. ist jeden Abend hier was geboten und auch tagsüber. So Leute, das war's dann wieder mal mit einem kleinen Video aus dem wunderschönen Thailand. Vom Sportgelände in Surin, vor der Valentine's Day Party hier, und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand.